Habe ich jetzt auch gesehen. So, was haben wir denn noch für Aufgaben? Im Schatten der Zeit geht weiter. Ich kann mich wieder mit Sebastian treffen. Da hinten. Okay. Reisen wir doch hier hin. Wer hier wohl wohnt? Ich nicht. So. Habe ich die hier noch nicht mitgemacht? Ich war hier doch schon mehrmals in der Ecke. Hier ist nichts. Juhu. Plus 50 HP. Du bist hier. Gut. Klar. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Mhm. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Die Hoffnung, wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Okay. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Ja, der weiß es doch an sich. Also so grundsätzlich. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Katakombe von Feldcroft. Let's go. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Okay. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Und der Rest der Kurve ist frei von... Ach hier. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Confringo! Ist hier sonst noch was? Nee, ne? Rivelio! Akio! Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Mal hier. Dieser Raum ist höher, als er scheint. Was sind das für Geräusche, ist die Frage. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Confringo! Akio! Wie komme ich hier durch, ist die Frage. Ach so, ich weiß wie. Und zwar mit einem super, super Angriff, der super viel Schaden macht. War das der? War das der? Der war das. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Aber will ich da lang oder gehe ich erst da lang? Das sind ja fast dieselben. Da ist, glaube ich, mehr, oder? Na, gehen wir erst hier lang, holen den Loot. Confringo! Protego! Ja, ne. Nevioso! Confringo! Protego!
waren die andere Spinne? Hier schon ein bisschen. Reveli. Confringo. Confringo. Levioso. Ja, mit wem kämpft er? Confringo. All das Gras wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme, viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. So, aber das macht ja nichts. Okay. Wir hätten ja noch den anderen Weg, ne? Wo waren denn nochmal mal da hier? Sieht so aus, ne? In einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Hier beim Altar ist etwas. Gefolterung! Hast du das gehört? Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Akio! Was soll man damit machen? Gefolge. Reparo vielleicht. Reparo. Nein. Okay, gehen wir erstmal hier raus. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen, und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwendete ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Akio! Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann also keine Sackgasse sein. Ich habe ihn hier, falls du ihn dir ansehen willst. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht nicht, noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperius-Fluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten. Nein, doch nicht. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Akio! Confringo! Reveli! Hier muss man was hinlegen. Akio! Okay, aber ich habe eine Idee in der Tat. Und zwar...
Ich sehe jetzt hin. Irgendwas fehlt noch, scheinbar. Revelio. Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Wohin läuft der hier? Akio! Ich brauche einen sicheren Weg hinüber. Akio. Contringo. Das bringt nichts. Revelio. Ich weiß auch nicht, was bringt. Eigentlich muss Vielleicht ich hier Vielleicht hilft es, Knochenhaufen in die Mitte zu verschieben. Knochenhaufen in die Mitte? Aber wo haben wir hier Knochenhaufen? Wingardium Leviosa. Hallo, geh zurück. Da weiß ich noch nicht weiter. Was war das? Ach, ich Idiot. Ich habe die Knochen komplett vergessen. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Ha. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Ja, dann bring ihn mir bei. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Gib ihn mir. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Mhm. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Let's go. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Ja, so. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Contringo! Fischer! Descendo! Contringo! Contringo! Nur zwei? Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Selbstredend. Wingardium Leviosa. Akio. Hä? Mehr geht nicht. Das hat geklappt. Weiter so.
Kanto! 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 Akio! Wo ist jetzt was aufgegangen? Das war schon vorher auf, oder? Hier komme ich her. Ja, hier komme ich her. Aber hier war ich auch noch nicht drin. Komm, trink! Alle sterben jetzt? Komm, trinken! Komm, Tringo! Komm, Tringo! Komm, Tringo! Akio! Gepulso! Tringo! Vingadium Leviosa! Komm, Tringo! Komm, Tringo! Ich wusste nicht, dass Bin so eine Sauerei macht. Bisschen dramatisch, oder? Easy, oder? Komm, trink! Akio! Hier ist nichts. Komm, trink! Gefolge! Was gibt es denn hier Schönes? Diese Katakombe ist verfallen, genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Ein neuer Gegenstand, let's go. Revelio. Da ist sonst nichts mehr. Hier ist aber noch was. Ach hier. Revelio. Aber sonst auch nichts mehr. Dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen da drüben weitermachen. Akio! Vingadium Leviosa! Akio! Wo ist jetzt aufgegangen? Hä? Ach so, da sind so Symbole vor. Jetzt check ich das. Ah, das war das falsche. Vingadium Leviosa. Das okay, war ja echte Knochenarbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Was genau? Akio!
Wieso ist sie schon so ein hohes Level? Lang dachte ich, das hört nie auf. Fühlt sich auch so an, ehrlich gesagt. Die ganzen Spinnenfangszähne einsammeln. Let's go. Confringo! Und hier haben wir dann das Relikt, oder? Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Ach hier. Warte mal. Gib noch nicht auf. Revelio. Okay. Das Relikt bringt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu erhöhen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Sebastian, das Relikt! Sieh nur! Ist das möglich? Okay. Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Egal, Let's was im Tagebucheintrag steht, wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem Onkel. Ja. Wer ist er? Ist das Ominous? Oh. Ominous! Die Geräusche, die wir hörten. Das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Okay. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Ernst sicher auch anders helfen. Nein. Es tut mir leid, Ominous. Aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Ja, Ominous ist doch der sich aufregt. Aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Oh Gott, ich fasse das nicht. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen, auch wenn sie unmöglich sind oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nichts seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Hm. Sebastian hat recht. Wir brauchen das Relikt. Tut mir leid. Mein Entschluss steht fest. Würdest du dafür deine Freundschaft aufs Spiel setzen? Möglicherweise. Wie soll ich daneben stehen? Er wird sogar sein Leben aufs Spiel setzen, wahrscheinlich. Und wenn die Entscheidung nicht bei dir liegt? Dann wärst du für den Ausgang nicht verantwortlich. Was in aller Welt schlägst du vor? Imperio? Ganz genau. Ich würde die Verantwortung übernehmen. Das könnte eure Freundschaft retten. Ich beherrsche den Zauber. Sebastian hat ihn mir beigebracht. Aber ich tue es nur, wenn du einverstanden bist. Das ist verrückt. Unfassbar, dass du mich so etwas fragst. Sebastian wird weiter versuchen, Anne zu heilen. Wenn du ihn jetzt aufhalten willst, vergibt er dir das nie. Das stimmt, ja. Na gut. Das ist alles unglaublich. Aber ich nehme an, wenn du diese Verantwortung übernehmen willst, rettet es vielleicht meine Freundschaft zu Sebastian. Das ist ja, was ich dir über die dunklen Künste erzählt habe. Sie haben ihren Preis. Du könntest deine Entscheidung noch bereuen. Tu, was du nicht lassen kannst. Wirke den Zauber, bevor ich es mir anders überlege. Imperium!
Geh zur Seite, Ominous. Rühr dich nicht, bis wir außer Sichtweite sind. Mach ich. Sebastian, hierher. Was hast du gemacht? Imperio. Ansonsten hätte ich mich durchkämpfen müssen. Ominous, es tut mir leid. Sebastian, wir müssen gehen. Wie lange muss ich überhaupt? Ich laufe ja einfach so, aber ich weiß ja gar nicht. Sah bis hierhin erstmal richtig aus, aber war scheinbar falsch. So, ja, hier muss ich abbiegen. Haben wir falsch gehandelt? Du brauchst das Relikt. Ich weiß, aber doch nicht so. Ominous und ich sind uns einig. Es ist etwas anderes, ob man Imperio ohne Wissen des Opfers wirkt oder ob man die Erlaubnis dazu hat. Ich verstehe, was du sagst, wirklich, aber... Ich habe die volle Verantwortung übernommen. Ich gebe dir mein Wort. Okay. Ominous und ich haben uns immer umeinander gekümmert. Ich hoffe, er weiß, dass sich das nie ändert. Habe ich das? Achso, das war nicht. Getötung! Ja, die bringt mir ja gar nichts. So, dann einmal raus aus den Katakomben, ne? Eieieiei. Wie lang hält der Zauber an? Wie lang muss Ominous in der Gruft bleiben? Der Fluch ist bereits aufgehoben. Er wird den Weg aus der Katakombe finden. Genau wie wir. Okay. Er schafft das schon, Sebastian. Na dann auf zurück nach Feldcroft. Können wir fliegen? Ja. Nein, ist ja nicht erlaubt während der Quest. Ein paar Pilze können wir mitnehmen auf dem Weg. Mal gespannt, ob das N jetzt schon weiterhält. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte N nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrügen. Mhm. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Das ist wirklich nicht gut. Es wird angegriffen. Renwalks Anhänger sind hier. Beeilen wir uns. Ich hab nur Befehle ausgeführt. Confringo! Confringo! Warum fallen an die Pulse? Warum kommst du nicht raus? Descendo! Wir müssen kämpfen. Defendo! Oh nein! Akio! Confringo! Das wäre ein Rumpf! Die kommen immer aus dem Nichts hier. Oh, come on. Versuch es erneut. Gibt's doch nicht, ey. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist los? Rauch, da drüben. Ärger in Feldcroft. Angegriffen. Beeilen wir uns. Das ist grau.
mich doch einfach in Ruhe kurz. Lass es nicht in Ruhe lassen. Oh nein, das ist nicht gut. Wer macht gefühlt am meisten Schaden an der, ne? Aber was waren die Flugdinge? Wo finde ich die nochmal? Wann ist die? Ja, vielleicht sollte ich die mal ausprobieren. Was ist los? Rauch, da drüben, beim Dorf. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. So gut. Kozio. Ich wurde schon wieder getroffen. Oh, wie soll ich denn das machen? Oh, der Laden hat doch zu, wo ich einkaufen kann kurz. Oh nein, das ist nicht gut. Habe ich noch irgendwelche Tränke? Eins. Was bringt der? Okay, den nehmen wir gleich. Oh, da drüben, beim Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilen wir uns. Wir gehen noch ganz kurz hier rein. Das war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Schade. Kommt Bingo! Bombarda, soll ich ein rotes Fass sprengen? Bombarda! Bombarda! Wir müssen kämpfen. Halt den Kopf, Schwertwerk!
Bombarda! Ist da jemand? Onkel! Confringo! Sie umzingeln uns! Vincenzo! So, wir haben alle. Oh Gott, war das eine Geburt, ey. Oh Gott. Oh nein. Nein, 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 nein. Gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Oh nein, ey. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Ja. Du hast getan, was nötig war. Und das werde ich meinem Onkel beweisen. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Ja, bisher. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Okay. Dann reden wir nochmal mit ihm, ne? Was dachte er sich nur? Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Sebastian und ich sind Ranrocks Anhängern schon früher begegnet. Dieser Kobold hätte Anne getötet. Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian? Was ein Hurensohn. Im Schatten der Zeit, Auftrag abgeschlossen.